Ich möchte heute über einige allgemeine Situationen sprechen, die wir sowohl in Ihrer Firma als auch in anderen vorfinden. Es ist sehr wichtig, dass wir unterscheiden zwischen jemandem, der einen schlechten Tag hatte, der in einem Wutanfall endet, und den Menschen, die ernsthaft zerstörerisch handeln, weil sie nicht mit den aggressiven Einflüssen ihrer Umwelt umzugehen verstehen. Menschen, die so handeln, unterscheiden sich in ihrer Struktur häufig nicht von Ihnen und mir. Menschen, die so handeln, haben ihre Bedürfnisse nicht mehr unter Kontrolle. Sie distanzieren sich sogar von ihren Handlungen und werden dadurch häufig Opfer einer Art hysterischer Blindheit. Sie erblinden durch die Dunkelheit in sich selbst.